Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods & Co. Ja, wir sind in Folge 210 und heute seht ihr es selber schon, es geht um Transport. Genau, was können wir wie, wann, wie transportieren? Ja, und was für Transportmöglichkeiten haben wir? In Modform. Es sind vier Mods, das besteht jeweils aus mehreren Teilen, also sind mehrere Pakete und das ist halt alles nur transportbedingt. So, wir fangen einfach mal an. Ich habe den guten Fan hier stehen und der hat einen Hänger hier hinter dran, einen Anhänger. Da seht ihr selber GRT23 und Lizard, also das läuft unter der Eigenmarke. Das ist die kleinste Version von 5, die anderen zeige ich euch drüben. Den Abkippmechanismus zeige ich euch den jetzt nämlich hier. Und dort oben drauf seht ihr diese rote Kante. Das ist noch eine Kante, die man abmachen kann. Das ist nämlich noch eine Erweiterung. Hier hinten seht ihr selber, die Klappe fährt schöne Runde auf und hoch. Und dann kippt das Ganze. Wir haben hier eine schöne Doppelhydraulik, die das Ganze macht. Man kann das Ganze auch farblich anpassen, aber wie gesagt, das zeige ich euch gleich auch nochmal an einer Version, die ich mal in bunt gelassen habe. Das hier sind halt die Originalfarben, also das ist so gekauft, wie er im Shop dann auch drin steht. Also da habe ich jetzt nichts dran geändert. Ihr seht selber, wir haben hinten schönen Kornschieber mit allem drum und dran. Ich fahre das Ganze mal wieder runter. Ihr seht hier nochmal die Schließung an sich, die passiert dann nämlich, glaube ich, ziemlich am Anfang. Ja, genau, fast ganz unten ist und wieder runterfährt. Dann geht die Klappe hinten zu und sie fährt auch noch richtig schön ein Stückchen runter. Ich zeige das nochmal im Ansatz, dann sieht man von hier oben nochmal. Ja, da fährt erst ein Stückchen hoch und zum Entriegeln und dann kann sie klappen. Also eine sehr schöne Geschichte. Sieht wie gesagt auch gut aus und die verschiedenen Datengrößen schauen wir uns gleich an und die Kollegen stehen auch drüben noch. Ich wollte nur noch einmal jetzt vorher den Joshkin hier zeigen. Sagt ihr, okay, Joshkin, das sieht ja eigentlich ganz normal aus, auch mit der Erweiterungsschicht obendrauf, das ist der Transbase 8027, ne, kommt euch auch bekannt vor. Besonderheit hierbei ist, ich zeige euch erstmal den Abkippmechanismus und dann kommen wir zum Besonderen. Da seht ihr selber, auch hier hinten geht eine Klappe schön hoch, auch mit der Erweiterung obendran funktioniert das einwandfrei und kippt dann auch. Und hier haben wir eine Hebelfunktion sozusagen, also ein Hydraulikelement. Ne, fährt dann ziemlich weit hoch. Die Besonderheit an der Geschichte hier ist nämlich, dass der nicht alleine kommt. Hört sich jetzt doof an, also es ist kein einzelner, es ist ein einzelner Hänger theoretisch, aber es gibt verschiedene Aufsätze, das zeige ich euch nämlich jetzt, da seht ihr es genau. Es ist ein Modulsystem, da kann ich schön hervorragend einfach drunter wegfahren und kann die anderen Module aufnehmen. Das sind halt verschiedene Transportmodule bis hin zum Miststreuer. Das ist alles damit machbar. Hier seht ihr auch die ganzen schönen technischen Sachen. Da sind jetzt nicht unbedingt Anzeigen drin, aber wie gesagt, sieht sonst mehr als ordentlich auch. Auch die Stützen hier und sowas sind schön gemacht. Auch hier den Joshkin-Part von der Beschriftung her, die Gittergeschichten, Leitern, alles was dazu gehört, sieht alles sehr gut aus. Also das wäre das Modul, was man halt einfach so wegstellen könnte. Auch hier der Kornschieber dran. So, das war jetzt sozusagen die Freilandhaltung, hätte ich fast gesagt, die Feldvariante. Jetzt zeige ich euch die ganzen Sachen auch nochmal, wie sie dann richtig aussehen. Hier seht ihr dann nämlich noch die anderen Varianten mit vorne leicht zum Aufklippen und mit einer Abdeckung dementsprechend obendrauf. Ne, dass ihr dementsprechend von Häcksel, Gutgeschichten auch alles transportieren könnt. Bei Joshkin, hier seht ihr auch immer die eingestanzten Bezeichnungsgeschichten. Da seht ihr die 3K, steht auch dementsprechend dran. Da seht ihr Ferticargo, das ist halt der Miststreuer, auch oben schön, hier die Typenbezeichnung auch drauf, oben schön das Joshkin eingestanzt, finde ich immer sehr gut, das eingestanzt, muss ich zugestehen. Wir können hier einmal rumgehen, alles schön in Modulform, also ich könnte jetzt mit dem Traktor von drüben einfach direkt hier hinfahren, drunter fahren und loslegen. Ne? Und dann seht ihr die verschiedenen Techniken der verschiedenen Anhängervarianten oder Auflegervarianten oder Modulvarianten, wie auch immer ihr es jetzt wollt. Wir fangen auch mal mit dem Joshkin-Part an. Ihr findet einen Teil davon und andere Anhänger und einen unter Miststreuer. Ich werde das aber jetzt hier zeigen unter den Hersteller an sich, dann sind die Sachen nämlich beieinander. Da seht ihr, das ist das normale Fass, was standardmäßig dabei ist. Das hier ist der Dreiachs, dementsprechend Aufleger. Da seht ihr, gehört zum Cargo-Pack. Dann haben wir halt den Trans-Cargo-Part in verschiedenen Größen bis 33 Kubik. Da nimmt so ziemlich alles mit. Hier auch mehr die Getreidegeschichten und sowas und sonst auch alles drin. Da geht bis 48.500 Liter. Wenn wir hier drauf gehen, sehen wir haben hier auch immer noch eine Farbwahl dabei. Also es ist nicht nur den Standard-Part. So, kleinen Schnitt durchs Real Life. Ja, man sieht hier auch verschiedene Farbvarianten. Da war ich, glaube ich, stehen geblieben.
und auch die Kapazitäten hier sind in verschiedenen Stufen dann aufzubauen. Das ist natürlich bei den anderen hier genauso. Farbwahl ist auch da immer gegeben. Da kann man dann gucken, wie man es mischen möchte. Ne? Und das hier ist halt der Miststreuer, den könnt ihr in einer Hauptfarbe kriegen. Der Rest bleibt dementsprechend dann so. Und hier hinten noch der 43,5 Kubikmeter Transport. Ne, also alles die verschiedenen Arten und Weisen. Auch hier gibt es noch eine Abdeckung für. Einmal so als Set, dass man alles beieinander hat. So, dann kommen wir zur Lizard-Geschichte. Das komme ich gleich zu dir vorne stehen. Das hier sind einfach die beiden größeren Varianten oder die anderen Aufnahmegeschichten. Ihr seht selber, wir haben dann hier noch Drehschemel-Version. Die Drehschemel-Version als Dreiachser. Den habe ich jetzt alles so gelassen mit der Kante oben drauf. Aber wir steigern uns dementsprechend dazu. Das ist nicht das Richtige. Hier sind wir. Ne, hier dementsprechend dann der 4-Achs-Variante und dann hier der ganz große, das ist der 5-Achs. Und da habe ich dann auch mal oben die Kante weggenommen, eine andere Farbe gesetzt. Ihr seht auch das Fahrgestell geht in anderen Farbe, auch die Felgen. Und hier haben wir dann 5 Achsen und die Typenbezeichnung, seht ihr selber, steigt immer um einen. Ne? GRT 45, 52 und wir waren bei einem in die 20er angefangen, glaube ich, vorne. Das sind halt dann die Varianten. Hier seht ihr auch immer schön die Anschlusssachen gesetzt, die dann auch vernünftig angeschlossen werden. Wir gucken uns das hier auch im Shop an. Ich gehe einfach mal hier unter Lizard und dann ganz am Ende dürfen wir die Jungs finden. Da haben wir sie. Also, wir haben dann hier dementsprechend, ich mache den mal einen auf, das seht ihr, Aufbau ja oder nein. Ne? Das ist die Wahl. Reifenvariantenwahl haben wir hier noch. Zubehörgeschichten. Dann gibt es auch diese Staukästen zum Druntersetzen. Mit Wassertank oder alles auf einmal und die Leiter hier vorne. Das lässt sich, ne, Podestgeschichten lässt sich dann auch noch hin und her wählen. Wir können noch Rundumleuchten setzen, die dann hinten dran sitzen. Also auch das lässt sich dementsprechend noch machen. Auch die Aufklebergeschichten mit Lizard, ob man die haben möchte oder nicht. Ne, was für eine Kupplung man hinten noch dran haben möchte. Ne? Das seht ihr selber hier, das könnt ihr dann hier mit den Anschlussmöglichkeiten, das könnt ihr dann alles setzen. Und halt die ganzen verschiedenen Farbtöne. Ich kann hier nochmal eine bunte Tüte draus machen. Dann seht ihr nochmal, was alles möglich ist. Da seht ihr, das sind die Farbbereiche. Ne? Eins, die Abdeckung, die Erweiterung, das Grundgerüst an sich. Hier mit dem Fahrgestell, den Aufbau selber und die Felgen. Und dann haben wir noch das Nummernschild. Das ist im Prinzip bei allen das Gleiche. Wird halt im Prinzip immer nur größer. Ne? Das heißt, wir gehen bis auf 52 Kubik dementsprechend ran und wir fangen theoretisch gesehen bei 28 an. Ne? Das ist der ganze Part. Ihr seht es dann. Das ist dann die große Version, die ich draußen gerade schon ein bisschen mit anderen Farben habe stehen sehen. Ne? 52 Kubik für 57.500 zum Bewegen, finde ich, ist ein relativ vernünftiger Preis. Also das liegt alles so in einem vernünftigen Preisrahmen, muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich sage ja mal, 1.000 für 1.000 ist ein Schnäppchen, aber wie gesagt, hier kommen wir der Sache auf jeden Fall schon sehr nahe. So, ja, das waren die. Was wir noch haben, ist im Prinzip einen alten Bekannten, sage ich mal so, nämlich Radon. Das ist für Zuckerrohrgeschichten zu transportieren. Ganz schöne Geschichte. Und wir haben hier die Variante als Drehschimmel 4-Achser und hier einmal als 2-Achser als Aufleger für den LKW. Das ist schon der ganze Trick. Das Ding ist einfach dafür da, den Zuckerrohrpart dann zu machen. Hier seht ihr dann auch die verlängerte Geschichte. Und das sind halt spezielle Zuckerrohrtransporter, die es damals als Zuckerrohr neu dazugekommen ist, war die Lizenz auch original so mit dabei. Jetzt hier haben wir es über eine Mod nachgeholt, was ja kein Ding ist. Ne? Da können wir uns bei den Moddern bedanken, dass sie unsere Sachen alle wieder beieinander machen. Für die Leute, die gerne Zuckerrohrgeschichten machen, ist das natürlich genau die richtige Sache. Ne? Die finden wir natürlich dann auch ganz normal. Ich kann ich auch hier direkt zeigen, weil die sind nicht unter den Anhängern dann einsortiert, sondern die sind dann unter damals Zuckerrohrtechnik, da seht ihr die Sachen auch. Ne? 93.000 für 66.000 Kubik und 83.000 für 66 Kubik. Das ist halt einmal LKW, einmal Traktorenvariante. Ne? Also, sehr schöne Geschichte, auch wieder mit am Start sozusagen. So, okay, da seht ihr die Module, da die anderen Hänger, dann bleiben noch diese freundlichen Jungs hier. Und da sind wir bei Fuhrmann, genau. Fuhrmann im Transportbereich in verschiedenen Größen. Ich habe ja auch mal so ein bisschen Farbe rangeschmissen, damit ihr seht, das gibt es auch in Farbversionen. Ne? Also das ist dann nicht nur in einer Geschichte hier dabei und auch in verschiedenen Größen dabei. Den genauen Blick dazu kann man am besten mal über den Hersteller hier werfen.
So, da habt ihr es, Fuhrmann. Ne? Das sind halt die Originalgrößen und das sind halt die gemodderten Größen. Und da haben wir halt dabei dann auch die Farbwahlvarianten und solche Sachen dann. Ne? Seht ihr selber, ich kann dann auch hier da rote Hintergrundgeschichten draus machen. Ne? Wenn wir jetzt hier die normalen angucken, rundum leuchten haben wir da auch. Ne? Hier sind wir dann bei Felgenfarbe dann. Und wie gesagt, hier gibt es dann ein paar mehr Möglichkeiten. Seht ihr hier auch, ne, die Leitern, Rundumleuchten, Abdeckungsgeschichten. Ne, die können die Hauptfarbe ändern und hier die Felgenfarbe noch goldig machen und Nummernschild einstellen. Also hier so ein bisschen Erweiterung, sag ich mal, von den normalen Geräten, dass man halt so ein bisschen. Ne, außerdem hat der Modder hier in dem Fall dann auch den Preis etwas nach unten korrigiert. Ne. Wenn wir hier die Sachen annehmen, hier gehen auch nur Weintrauben rein. Hier seht ihr dann, wenn wir das durchgehen. Hier geht dann ne, alles andere rein, sozusagen, je nachdem, was man dann nutzen möchte. Hier sind auch in der Listung, wenn man genau hinguckt, ne, achtet darauf, da sind Oliven. Wenn ihr euch den Rest hier durchguckt, auch keine Weintrauben dabei. Ne? Also, wie gesagt, das sind dann halt die Fuhrmann-Varianten als normale Bulkhänger halt einfach. Ne? Also, wie gesagt, schön gemacht, ne? Auch mit dabei. Warum nicht? Finde ich schon ganz gelungen, muss ich sagen. Ne? Wir können auch mal gucken, hier draußen schon mal was stehen haben. Wie gesagt, ne, das sind halt die beiden kleinsten Varianten. Also das ist die kleinste Variante gewesen. Und ich würde sagen, den Kollegen hier, den behalte ich mal so mittig im Blick. Und ja, dann behaupte ich einfach mal, dass wir am Ende der ganzen Geschichte sind. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.